Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Ich zeige euch heute eine Gemüselasagne. Ich habe mir das Gemüse schon ein bisschen klein geschnitten, lasse das Ganze jetzt dann noch im Fleischwolf durch. Ich habe Karotten, ich habe Paprika, ich habe Auberginen, ich habe Zucchini, Champignons. Also eigentlich im Prinzip alles, was ihr machen wollt, könnt ihr mit reintun. Wie gesagt, ich mache jetzt eine relativ große Menge aus dem Grund, dass ihr seht, man kann sehr viel von dem machen, also vormachen und später dann natürlich infolgedessen einfrieren, portionsweise, sodass man schnell wieder fertig gegessen hat, beziehungsweise wenn ein Teil von der Sauce überbleibt, die wir jetzt ansetzen für die Lasagne, könnt ihr sie genauso gut später für Spaghetti Bolognese benutzen, wo dann zu der Sauce noch das Fleisch hinzu muss. Und dann habt ihr wieder eine super leckere Soße für die Spaghetti, was Kindern auch sehr gut schmeckt. Wie gesagt, ich mache das Ganze heute vegetarisch. Wenn man will, kann man natürlich dann unter das Ganze nur das Fleisch mischen und kann man das mit genauso normaler Lasagne machen, mit der Soße halt, wo relativ viel Gemüse drin ist. Wie gesagt, das ist jetzt rein Gemüselasagne. Mit der Melanzani wird die super lecker. Man schmeckt fast keinen Unterschied zur normalen Lasagne. Meinen Kindern und mir und meiner Frau schmeckt das wirklich sehr gut. Genau, also ich lasse jetzt mal den Fleischwurf durch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt werde ich das Ganze anschwitzen. Also wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt auf den Fleischwurf lassen. Obendrauf sind Zwiebeln. Und dass wirklich der Rest von dem ganzen Gemüse mit rausgeht und auch natürlich zum Anschwitzen. Ich verwende wieder meine Knoblauchpaste. Tomatenmark verwende ich auch zum Anschwitzen. Ich schwitze zuerst den Knoblauch an in ein bisschen Knoblauchöl, das leere ich jetzt noch rein. Zum Ablöschen nehme ich ganz normal einen Weißwein und ich habe mir natürlich wieder in meinem Mörser meine Gewürzmischung vorbereitet. Sprich, ich habe da Majoran, ich habe Oregano, mein Knoblauchsalz, Pfeffer, Muskat, schon alles vermengt. Das gebe ich dann beim Anschwitzen mit hinzu und wenn es dann mit der Tomatensoße vermengt ist, werde ich das Ganze später abschmecken. Ich lasse das Ganze nach dem Anschwitzen und nachdem die Tomatensoße dabei ist, ungefähr eine halbe Stunde köcheln und dann geht es auch schon weiter. So, dann fangen wir an, weil Topf ist heiß. Nehmen wir das mal rein. Geben mal gut Knoblauch hinzu. Gibt guten Geschmack. Ich habe doch relativ viel Gemüse. Tomatenmark hinzu. So, dann schützen wir das alles mal kurz an. Ein bisschen Aroma bekommen beim Anschwitzen. Das Ganze lösche ich jetzt dann schon mal mit Weißwein ab und reduziere es wieder ein und gebe dann erst das Gemüse hinzu, aus dem Grund, weil das Gemüse relativ viel Wasser zieht und dann wird es ablöschen schwierig. Also bringe ich da jetzt schon mal ein bisschen Geschmack mit rein. Guten Schuss. Das könnt ihr jetzt dann komplett wegköcheln oder wegreduzieren. Und dann das Gemüse hinzu. Mit dem Gemüse gleichzeitig dann eben die Gewürze. Das Ganze dann ein bisschen wieder anschwitzen, so gut es geht. Und dann die Tomatensauce hinzu. Ich gebe jetzt zwei Päckchen hinzu. Genau, und das Ganze lasse ich eben ein bisschen köcheln, dass sich das Ganze ein bisschen eindickt. Und später mache ich dann auch noch die Bechamel für die Lasagne. Und genau, also das zeige ich dann noch alles.
So, jetzt geben wir das Gemüse hinzu. Die wirklich alle rauskratzen. So wie gesagt, ich habe jetzt Karotten mit drin, ich habe Zucchini mit drin, Aubergine, Paprika. Man könnte natürlich jetzt auch Tomaten hinzugeben oder, weiß nicht, dann gebe ich eben die Gewürze hinzu. Wenn ihr das hier Ganze jetzt schon gut einwürzt, natürlich nicht überwürzen, dann hat es schon, hoppala, ich bin jemand verrutscht, dann hat es von Haus aus schon einen sehr guten Geschmack und man muss nicht viel nachschmecken. Und alles, was ihr jetzt an Geschmack schon reinbringt, der ist drin und das ist wesentlich besser, wenn ihr nachher das Ganze irgendwie probiert noch reinzubekommen. Drum nicht irgendwie zögerlich sein, ruhig gut würzen am Anfang. Jetzt kommt dann eh noch die Tomatensauce hinzu, die nimmt natürlich auch wieder ein bisschen was in den Geschmack. Aber wie gesagt, dann lieber ein bisschen mehr am Anfang würzen. Und weil meistens würzt man eher ein bisschen zurückhaltender. Und dann, wenn man ein bisschen mehr von dem würzt, was man normal hier nimmt, dann braucht man normalerweise, sage ich mal, nicht nachwürzen. Ich lasse das Ganze jetzt ein bisschen anschwitzen, wie gesagt, und zeige ich dann natürlich noch, wie die Tomatensauce hinzukommt und dann geht es nachher weiter. So, ich habe das jetzt Ganze ein bisschen angeschwitzt und gebe jetzt die zwei Packungen Tomatensauce hinzu. Mal die erste Packung da. Dann gleich noch die zweite Packung. Und jetzt eben das Ganze eine gute halbe Stunde köcheln lassen. Dass sich das Ganze ein bisschen einreduziert, dass es wieder ein wenig dickflüssiger wird für nachher, für die Lasagne. Wenn es jetzt einem wirklich zu grob wäre, das Ganze, und man sagt, okay, ist noch ein bisschen grob, weil man kennt ja die Stückchen oder was weiß ich, also keine Ahnung, es ist zu grob, dann kann man natürlich jetzt mit Pürierstab nochmal reinfahren und das Ganze irgendwie nachpürieren, dass das Ganze noch feiner wird. Aber ich finde es so gut. Genau, also ich lasse das Ganze jetzt eine halbe Stunde dahin köcheln und dann schmecke ich es nochmal ein bisschen ab und dann geht es auch schon weiter. So, wir machen weiter mit der Bechamel. Dazu koche ich jetzt einen halben Liter Milch auf in so einen kleinen Topf. Ich habe mir schon ein Gemüse vorbereitet, den lasse ich nachher durch ein Sieb und in meinem Topf gebe ich dann gleich die Butter. Das sind kleine Stücke normale Butter und dann, falls man das Video schon gesehen hat, ich kann es nochmal verlinken. Ich habe Knoblauchbutter gemacht. Die gebe ich gleich mit dazu. Ein bisschen was. Das Ganze werde ich jetzt schmelzen. Und ich habe mir schon ein bisschen was vorbereitet von Gewürzen technisch her. Ich habe mir hier Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Pfefferkörner, ein bisschen Nelken, Muskat und Muskat vorbereitet, Salz separat, das kommt dann nachher noch. Jetzt schmelze ich mir mal die Butter. In die Butter gebe ich dann auch noch eine Zwiebel. Die schneide ich dann kurz ein bisschen auseinander und natürlich wieder ein bisschen Knoblauch.
Jetzt, wo die Butter schon ein bisschen schmilzt, schneide ich in meine Zwiebel rein. Das muss jetzt überhaupt nicht fein oder irgendwas sein. Das kommt eh nachher wieder raus. Dann gebe ich zeitgleich nochmal Knoblauch hinzu. Auch ein bisschen was. Dann die Gewürze. Und natürlich auch das Salz. Wie gesagt, alles, was ihr jetzt schon reinbekommt, ist gut, weil das Ganze einfach wirklich dann drin bleibt. Und dann bekommt ihr eine sehr gute Bechamel, einfach eine gute Grundsoße. Und nebenbei rühre ich wieder kurz mein Gemüse um, dass da hinten noch im Herd ein bisschen kocht. Sieht vielleicht so ein bisschen besser, dass ich eben da ein bisschen röchle. Genau, also jetzt in das gebe ich mir Mehl rein. Glattes Mehl, kein griffiges. So ein bisschen, dass das Ganze ein bisschen aufgesaugt wird von der Butter. Und ganz wichtig ist jetzt, das Ganze nicht anbraten, dass es braun wird. Das soll ja weiße Grundsoße werden. Ich habe mein Sieb. Da lasse ich mir den kalten, Betonung auf kalten Gemüse vordurch, dass das eben nicht zum Grieseln anfängt. Und nachher, wenn die Milch aufgekocht ist, leere ich das auch durchs Sieb. Aus dem Grund, wenn man Milch aufkocht, bildet sich ja normalerweise ab und zu oben die Haut. Und durch das Sieb, wenn man es durchleert, dann beugt man das Ganze vor. Und man verhindert das, dass jetzt die Bechamel ausflockt oder kriselt. Und dann hat man eine schöne glatte Soße nachher. Das Ganze ist jetzt so, ich lasse es jetzt dann natürlich aufkochen. Die Milch zuerst aufkochen und dann leere ich es rüber. Und das Ganze lasse ich in etwa 10 Minuten kochen. Warum 10 Minuten? Aus dem Grund, falls ich die Soße mal fürs anders brauchen würde, weil ich jetzt zum Beispiel mehr ansetze, wie ich jetzt für die Lasagne brauche. Dann, wenn ich sie 10 Minuten kochen lasse, so richtig, dann besteht nachher weniger Gefahr darin, dass sie mir anbrennt, wenn ich sie wieder verwende. Aus dem Grund 10 Minuten. Wenn das Ganze jetzt so ist, dass das zu viel Mehl ist, also wenn ihr zu viel Mehl hernehmt und die Soße zu dick wird, ist natürlich überhaupt kein Problem. Ihr könnt einfach wieder einen kalten Gemüsefond hinzugeben oder ihr kocht wieder kurz Milch auf und gebt die hinzu. Normalerweise ist so viel Mehl reingeben, dass die Butter das ganze Mehl aufnehmen kann. Also so, dass es halt wirklich, jetzt hat die Milch aufgekocht, also man sieht, und jetzt leicht durch, eben so viel Butter, so viel Mehl in die Butter rein, dass die ganze Butter das Mehl aufnimmt und nicht, dass sowas, nicht so, dass das Mehl eben nicht aufgenommen werden kann, wenn es zu viel ist. Ich habe es jetzt nach Gefühl gemacht, weil ich die Soße relativ häufig mache. Gesagt, das ist eher schon Gefühlssache. Also ich schaue jetzt nicht mehr, wie viel ich wirklich hernehme, sondern mache das rein nach Gefühl. Ich würde jetzt sagen, so ungefähr auf 50 Gramm Butter oder 50 Gramm Butter, 30 bis 40 Gramm Mehl ungefähr. Das müsste eine gute Mischung sein. Das ist natürlich jetzt da ein bisschen mehr gewesen. Genau, also jetzt ist das Ganze mal drin. Und Bechamel ist eine weiße Grundsoße, aus der man wirklich dann im Prinzip alles machen kann. Also da könnt ihr für jede Art von Essen eine Soße draus machen. Ob ihr jetzt da später dann zum Beispiel Champignons und Schinken anschwitzt mit ein bisschen Zwiebel und dann die Soße drüber gibt und dann Nudeln dazu gibt, zum Beispiel eine Tagliatelle oder Spaghetti, ist auch eine super Kombi. Und dann habt ihr einfach wirklich schon eine fixfertige Soße, die man natürlich auch wieder wunderbar einfrieren kann und jederzeit, wenn man sie braucht, rausholen kann und dann sofort verwenden kann. Genau, das Ganze lasse ich jetzt eben kochen und ich melde mich dann später wieder. So, wie gezeigt, jetzt habe ich eben die Bechamel fertig gemacht. Die hat jetzt 10 Minuten geköchelt oder gekocht. Das Ganze nähere ich jetzt durch ein Sieb. Das sind natürlich die ganzen Stücke von Wacholderbeeren, Lorbeerblätter, Zwiebel, Nelken, alles weggeht, weil das brauche ich nachher in der Soße selber nicht. Ja, das gebe ich jetzt eben durch das Sieb, rühre ich das Ganze ein bisschen durch. Dann habe ich mir jetzt meinen Ofen vorgeheizt, Ober-Unterhitze bei 220 Grad. Super. Angeputzelt.
So. Baue ich danach eben jetzt wieder Bechamel. Und das Gemüse ist auch fertig vom Kochen her. Wie gesagt, das schaut jetzt eben von dem her so aus wie ganz normal, wenn man für Lasagne eben auch mit Fleisch macht. Falls euch das Ganze zu grob ist, wie gesagt, könnt ihr es natürlich auch nochmal mit dem Pürierstab feiner machen, einfach nochmal pürieren. Dann habe ich mir jetzt eine Auflaufform vorbereitet und meine Lasagneblätter. Und ich habe mir schon Käse vorgerieben, aus dem einfachen Grund, weil ich bei jeder Lage, die ich fertig mache, tue ich Käse rein und dann die nächsten Blätter, Lasagneblätter drüber. Und das Ganze zeige ich dir. Am Schluss habe ich Parmesan und meine Reibe, die mache ich dann ganz zum Schluss oben drauf. Und genau, dann können wir schon anfangen. Ich lege das Ganze jetzt eben mal aus mit den Lasagneblättern. Man kann, wenn man will, die ganze natürlich ein bisschen einweichen, die Lasagneblätter. Muss man nicht, kann man machen. Ist hier noch, wenn man es eben normal macht. Ich weiche das Ganze nicht ein, weil die Soße sehr viel Flüssigkeit hat, die wo die Lasagneblätter nachher ziehen können. Genau, also die erste Lage ist soweit dann fertig. Und da auf die gebe ich dann gleich mal die Gemüsesoße, die ich hier schön verteile. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Das Ganze einfach wirklich schön verteilt ist. Bisschen was noch. Ja, jetzt ist das Ganze eben schön verteilt. Dann gebe ich da meinen Käse drüber. Das sind jetzt drei verschiedene Käse, die was wo ein relativ milder Käse ist und zwei, die was ein bisschen würziger sind, rein wegen dem Geschmack geben. Und dann, ich habe vorher anders gelegt, fange ich jetzt an, dass ich immer einmal so und einmal so die Lasagneplatten lege. Das Ganze ein bisschen festdrücken. Genau, so, jetzt habe ich die eben fertig. Dann hole ich mir die Bechamel und verteile die dann wieder drauf. Wirklich auch wieder schön gut verteilen. Das wird dann auch die letzte Schicht für ganz oben mit Bechamel. Und auf die Bechamel tue ich dann den Parmesan reiben. Vielleicht noch eventuell ein bisschen einen anderen Käse dazu. Und dann habt ihr ein wunderbares Mittagessen fertig. Dann sage ich mal relativ kurzer Zeit. Jetzt eben auch wieder Käse. Ja, und das mache ich jetzt eben fertig. Und ich zeige euch dann die letzte Schicht eben oben mit dem Käse nochmal. Und dann natürlich ganz zum Schluss, wenn es fertig ist, im Ofen. So, ich habe jetzt die Lasagne fertig gemacht. Das war jetzt eben die letzte Schicht, man sieht es gut. Ich meine, ein bisschen näher ran. Ich habe da jetzt gut Parmesan oben drüber gerieben. Von der Seite sieht es dann eben so aus. Und das Ganze werde ich jetzt eben bei 220 Grad ungefähr 20, 25 Minuten im Ofen lassen. Wenn es oben schön goldbraun wird, ist sie wieder normal fertig. Und das zeige ich euch natürlich dann wieder. Aber ich wünsche schon mal vorab einen guten Appetit. So, jetzt ist die Lasagne fertig. Wie gesagt, hat oben eine schöne goldbraune Kruste bekommen. Genau, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.